Naja, wie gesagt, also ist ziemlich mysteriös, muss ich sagen. Ihr seht, ich bin Level 86, also ich bin eigentlich kein Noob, aber der Typ gerade, der ist. Ich meine, er sieht das ja, ne? Und normalerweise fliegt man halt so vom Dings halt weg. Es ist halt so. Das war natürlich super gut, ey. Ach ja, liebe Freunde. So, dann werden wir natürlich wieder uns noch einen weiteren Hummingbird leisten. Noch haben wir genug Geld. Na, und du lässt mich jetzt hier durch. Danke. Na, lieber Playful, es tut mir leid. Mit dir würde ich normalerweise jetzt gern zusammen zocken. Aber, ne? Wir lassen das mal lieber. Na, wir können einfach, wenn wir jetzt keine Mitfahrgelegenheiten bekommen sollten oder so, werden wir einfach mal eine Runde mit ihm mitfliegen. Eine halbe Stunde circa mache ich noch. Na, von da aus seid alle herzlich willkommen, die gerne mit zuschauen oder gerne zuschauen möchten noch. Nebenbei bin ich in unserem Teamspeak, tfmc.de. Dort haben wir einen Twitch-Kanal und ja, dort sind halt unsere ganzen Streamer, wenn die halt Aufnahmen machen oder so. Und vergnügen sich natürlich. Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst. Also, so krass war das bei Arma schon lange nicht mehr, dass das so buggy war, liebe Freunde. Ne? Also, crazy, ey. Unglaublich. Naja, wie auch immer. Wir haben ja glücklicherweise unseren Orca hier noch rumstehen. Und von da aus werden wir jetzt unseren Orca auch noch besteigen. Und ja, schau mal. Das ist natürlich Multiply behindert, muss ich echt sagen. Ne, dass man hier jetzt in den Safe Zones. Also ich habe ihn nicht mal gestrichen. Ne, ihr habt es ja gerade im Stream gesehen. Und ja, schwierig. Ich habe es mir gerade im Stream in der Nachschau sozusagen halt auch nochmal angesehen. Und ich muss sagen, ja. That was impossible, meine Freunde. Ne, und ja. Ich bin normalerweise, wie gesagt, ein recht guter Pilot. Und ja. Das ist halt, ja, typisch Arma wieder. Das ist halt wieder so, ja, ziemlich lustig. So, schauen wir mal, ob wir ein, zwei Leute hier noch zum Einsteigen bewegen können. Einer kommt auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal gut. Steig ein, mein lieber Freund, und dann geht's los. Wir warten auf den anderen hier. Und da kommt noch einer, oder? Steigt er bei uns ein oder nicht? Ja, schauen wir mal. Ja, steigt auch noch bei uns ein. Gut, dann fliegen wir jetzt los, liebe Freunde. Na, auf den einen warten wir jetzt nicht noch. Das tut mir herzlich leid. Ach ja, wahrscheinlich ist vielleicht noch irgendjemand dort abgestürzt. Weiß ich jetzt nicht genau. Mit Orca bin ich tatsächlich noch nicht so oft geflogen. Ne? Ich weiß, dass er ziemlich wendig ist. Und ich fliege normalerweise eigentlich mit einem Hummingbird oder Ghosthawk. Ne? Das ist eigentlich so, womit ich am liebsten fliege. Ne? Aber der Orca ist anscheinend auch nicht so schlecht. Ne? Sag ich mal so. Wir müssen natürlich jetzt schon ein bisschen langsamer werden. Ne, weil wir natürlich landen wollen. Ne, und ich hoffe, die Kollegen wissen das auch, dass wir vorhaben zu landen. Ich denke mal, die werden das schon merken. Ne, und ich bin mal kurz leiser wegen dem Landeanflug, liebe Freunde. Ne, es tut mir leid. Aber da muss man sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren. Ne, weil natürlich mit zu viel Geschwindigkeit wollen wir natürlich auch nicht reinkommen. Und ja, kriegen einen sauberen Landeanflug hin. Liebe Freunde, und hoffen natürlich, dass hier keiner uns irgendwie in die Quere kommt. So, steigen alle aus. Und wir verabschieden uns. Yay, tschüss, liebe Freunde. Und, boah, der Orca ist übertrieben wendig. Ne? Und von da aus, ja, mit dem kann man schon abgehen. Ich denke mal, wenn man mit dem ein bisschen geübt hat. Ne? Also, ich habe mit dem tatsächlich nicht fliegen geübt. Ich probiere es jetzt einfach mal so ein bisschen auf Risky. Ne? Also, wenn ich jetzt abstürze, liebe Freunde, tut es mir leid. Ja, kann ich nichts ändern. Aber, ja, ich habe, glaube ich, gerade im Hintergrund ein System-Update zu laufen, weil es gerade bei mir leckt. Und von da aus, ja. Es leckt normalerweise bei Arma eigentlich nicht. Und, boah, vor allen Dingen nicht so. Ne, und es tut mir leid, wenn die Aufnahme gerade dadurch etwas verhackelt ist. Ja, ist schon wieder vorbei. Ihr seht, das ist manchmal ein bisschen sehr mysteriös. Und, ja, er wurde angeschossen, hier der Kollege. Ne, Play-OC wahrscheinlich. Und werden jetzt hier uns natürlich im Landeanflug wieder begeben. Ne. So. Das Ding ist echt ultra wendig, ne? Das ist so mega krass. Alles gut, also wir können hier gleich ein paar Gäste noch zusammentrommeln. Und lassen natürlich sie alle mit einsteigen. Ne? Und werden wieder zwischenlanden. Ja, auch wieder beim Soccer Place. Schauen wir mal, bis der ein oder andere sich hier vielleicht noch mit rein verirrt. Na, ansonsten fliege ich gleich los. Ne? Das sind zwei Eagles. Die Eagle Crew. Ja. So, er steigt jetzt auch noch mit ein. Also von da aus, denke ich mal, haben wir nichts falsch gemacht und werden uns jetzt einfach in die Lüfte begeben.
und hoffen, ja, dass hier nicht 1000 Millionen Helikopter wieder im Anflug sind. Ne, und Land on Enemy. Land on Enemy, sagt der Gebrüker. Okay. Dann werden wir jetzt hier landen diesmal. Ne? Ich gebe den jetzt kurz ein bisschen stiller, ne? Weil ich muss mich gerade wegen dem Landen so ein bisschen konzentrieren darauf. Ne? Er hat gesagt, bei den Enemies, die Enemies sind meistens auch viele hier hinten. Ne? Von da aus, ja, da sind auch schon die einigen, die ein oder anderen. Ne? Und, ja, haben sie noch hinbekommen. Ne? Steigt aus, liebe Freunde. Und Sergio, du auch, oder nicht? Perfekt, okay, dann bewegen wir uns hier weg. Na, hier seid ihr auf jeden Fall sicher, liebe Freunde, und da sind auch gerade viele Enemies gelandet. Ne, von da aus. Ah, da oben fliegt auch schon ein feindlicher Heli. Ja, ja. Währenddessen schaue ich natürlich immer bei Twitch in den Chat, liebe Freunde, wenn ihr dort irgendwelche Fragen habt oder zuseht, ne, stellt dort gerne Fragen. Ne. Ja, jetzt seht ihr Lexia natürlich hier nicht, ne. Komischerweise. Manchmal habe ich sowas halt, ein System-Update oder sowas von irgendwas. Ein Windows-Update oder so meinetwegen auch. Ja, hier ist immer Action. Hier fliegen so viele Leute gerade rum, das ist unglaublich. Wie viele Helis hier rumfliegen. Na, sind die billiger geworden oder sowas? Oder gibt es die im Massenangebot? Na, ich weiß auch nicht tatsächlich. Aber ich merke, das Ding ist hier echt, also sehr, sehr mega wendig. Ne? Von da aus, oh, wir haben schon wieder einen Troll. Na, wer ist, wie ich gerade sehe. Na, von da aus werden wir versuchen, ein wenig zu hovern. Oh. Genau, wir werden versuchen zu hovern. Ne, und werden da versuchen, erstmal einmal wegzukommen. Ne, hoffen, dass der Troll nicht gleich zu uns fährt. Ja, wir kriegen sie alle an Bord, liebe Freunde. Ne, ich glaube, derjenige will da noch was kaufen. Von da aus fliegen wir mal los. Ja, bin gerade noch im richtigen Augenblick losgeflogen, wie ihr gesehen habt. Also bei Arma tatsächlich momentan wieder sehr, sehr viel Troll unterwegs. Auf französischen Servers ist extrem. Leider. Ne? Und dann kann man leider nichts ändern, aber ja, was soll man machen? Ich liebe einfach dieses Helifliegen. Ich merke, der Orca, also ist schon ein ganz cooles Ding. Der lässt sich schon ordentlich fliegen. Aber, ja, ich mag halt andere Helis lieber. Na, aber ich musste mir den jetzt natürlich auch nehmen, weil ich ihn gekauft hatte. Und jetzt halt auch da stand. So, wir werden natürlich jetzt wieder den Landepunkt hier anfliegen, ne? Und natürlich hier schon anfangen, stärkst zu bremsen, ne? Und manche Leute denken, ich kann halt nicht fliegen, aber es ist halt tatsächlich beabsichtigt, dass ich halt so stark abbremse, ne? Weil ich natürlich hier dann lieber die nötige Sanftheit haben will, um zu landen, sozusagen, ne? Ne? Und das wäre beinahe schief gegangen. Oh, ich wurde schon beschossen. Ich muss jetzt leider einmal losfliegen. Tut mir leid, liebe Freunde. Ich wurde ein wenig beschädigt. Wow. Ne? Interessant wird es erst, Helikopter zu fliegen. Tatsächlich, wenn man halt mal beschädigt wurde. Und ich wurde beschädigt gerade, aber mit dem Orca hier ist es total easy auszugleichen. Okay, also ich muss mir merken, da ist ein bisschen Action gerade. Ich muss einen anderen Landepunkt jetzt mal anfliegen. Und wir werden jetzt einfach mal den Strand nehmen. Ne? Und nachdem wir es kurz repariert haben, natürlich erst leider. Na, also da muss ich jetzt erstmal eine kurze Zwischenlandung machen. Ich hoffe, das ist nicht gerade so viel Action. So, wo haben wir ihn denn? Ich gucke gerade noch nebenbei. Müsste eigentlich gleich hier vorne kommen. Na, nach dieser... Ah, da ist er schon. So, dann sind wir schon mal langsam im Anflug. Und ich begrüße alle vier Leute, die bei Twitch zuschauen. Herzlich willkommen an euch. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen mit meinem Failen manchmal unterhalten. Und genau. Das ist wieder, also, das ist nur crazy einfach. Es ist unglaublich. Ich habe gesehen, in der Safe Zone, in der Reparaturzone sogar, bin ich normal aufgekommen. Ne? Dann wurde ich sogar repariert kurzzeitig. Und dann bin ich explodiert. Ne? Also entweder ist hier gerade irgendwie ein Kackhacker am Werk oder sowas. Ne, den Troll da, den beachte ich jetzt oder so gerade gar nicht. Ne, weil da wird das Problem sein, den wird man nicht stoppen können. Ne, sein. Oh doch, er wird jetzt gekippt. Oh, er liegt. Na, ich denke mal, die werden ihn schon unter Kontrolle halten, ne? Von da aus, ja, schauen wir mal. Das ist echt lustig, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
So, wir nutzen einfach die Situation einfach kurz, ne? Wie gesagt, Orca, ja, ist ganz cool. Aber ich hätte doch ganz gern lieber mein Hummingbird. Ne? Oder wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt oder so, vielleicht bei den Zuschauern gerade, könnt ihr mir das gerne sagen, ne? Wenn ich irgendwas kaufen soll oder so, sagt mir Bescheid. Hier kann ich nur leider keine Jets oder ähnliche Sachen holen. Weil das halt ein Only Infantry Server ist, normalerweise. Ne, ich werde einfach jetzt versuchen, so schnell wie möglich zu starten, damit der Troll nicht die Chance hat, um uns reinzufahren. Naja, aber er hat uns, glaube ich, noch nicht gesehen von da aus. Ja, er steht auch ziemlich ruhig gerade, also von da aus, ja. Vielleicht haben sie es ja geschafft zu bannen oder ihn zu melden, ne? Oh Mann, ey. Manchmal ist es echt schwierig. Na, ich hoffe, es sind jetzt nicht mehrere Trolle unterwegs, ne? Und, was man hier auf jeden Fall merkt, also ich weiß nicht, die rammen hier schon wieder sich gegenseitig ineinander rein. Ne, und keine Ahnung, was die hier machen, aber naja, mal sehen. Wir werden uns jetzt einfach mal in Schwebeflug begeben und gucken, dass wir vielleicht den einen oder anderen aussammeln, ne, der Interesse hat. Ne. Wenn wir natürlich sehen, dass uns jemand zu nahe kommen sollte, dann werden wir gleich wieder in die Lüfte steigen. So wie wir es gerade machen. Es geht leider nicht anders. Ne, von da aus, was sollen wir machen? Ne. Wenn gerade wieder ein Troll unterwegs ist, ist halt so. Ich versuch's ja, oh, liebe Freunde. Ja, das sind die tollen Trolls, ne, die ganze Zeit wieder rumnerven. Das ist echt, echt sehr, sehr nervig. Ne, der wird mich eh nicht down kriegen, okay. So, wir werden jetzt einfach die ersten drei hier mal mitnehmen, ne. Alter. Es ist so unglaublich, wie schnell die Jedis. Also, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Das ist echt nicht normal. Ne. Also, ich weiß nicht, was die bei Arma kaputt gemacht haben, aber die. Also, normalerweise sind ja Fahrzeuge schon normal leicht kaputt gegangen, ne. Aber das hier, das schmeißt echt. Also, das, ne, frisst den Berg ab. Also, ich habe noch nie so viele Helikopter und so tatsächlich geschrottet. Ne, und, finde es ein bisschen dumm, dass sie tatsächlich auch in der Safe Zone, ne? Also ich habe den Boden noch nicht mal gerade gestriffen. Der hat schon davor angefangen zu brennen und ist dann halt explodiert. Ja, überfahr mich ruhig, ne? Und wer ist das überhaupt? Oh, sind das die Igel-Leute? Sind das echt die Igel-Leute, die so einen Stunk machen? Oh Gott, was für Spackos, ey, dann tut's mir leid. Ne, aber, ja. Was soll man machen? Na, wenn ganzen Leute hier halt meinen, dass sie rumspacken müssen, dann sollen sie das machen. Wir werden einfach mal probieren, auf gut Glück noch ein Heli zu kaufen. Na, wir machen noch ungefähr 17 bis 20 Minuten circa. Und, ja, versuchen auch das Beste rauszuholen. Aber ihr seht, hier sind viele Trolle unterwegs und von da aus ist das Aufnehmen so erstmal gar nicht möglich. Und, ja, aber sie versuchen sich, glaube ich, gegenseitig gerade schon so ein bisschen zu beschäftigen. Von da aus soll es mich nicht interessieren. Ne, vielleicht habe ich Glück. Und der nette Troll kommt nicht direkt hierher gefahren, sondern wir starten erstmal und haben das Glück, von ihm wegzukommen, ne? Ja, ja. So ist es halt manchmal. Was soll man machen? Ich bin eigentlich, wie gesagt, ein guter Pilot, aber diese Kollisionsabfrage jetzt gerade, naja. Wie gesagt, ist schon echt semi-optimal, ne? Also da haben die echt schon ganz schön was verkackt mit dem Update, wenn das so weiter sein sollte. Na, wir schauen mal, dass wir wenigstens jetzt hier noch zwei Leute oder so mitbekommen. Boah. Ne, von da aus, ja, ihr seht, also das ist total Bullshit. Es ist einfach total wack. Ne, muss man echt sagen. Ne. Und, ja. Meinetwegen Troll weiter, ne, und, Nodra, ne, und von da aus habe ich kein Problem mit. Ne, mir ist es Wumpe. Ne, ich kaufe mir auch noch weitere Helikopter. Ne, ich scheiß darauf, aber, ich habe dich so oder so gerade auf Video aufgenommen, von da aus, ne, du wirst schon sehen, kleiner Freund. Außerdem, was bringt es hier zu trollen, so. Ja, ja, aber das ist leider King of the Hill manchmal, ne, wird man so ein bisschen getrollt. Und, kann man leider nicht ändern. Ne, wenn aber die Leute halt meinen, dass sie es mal machen müssen, so, und die glücklich macht, mir ist es egal, ich habe auch genug Geld. Werde am Ende auf jeden Fall auch meinen Bonus kriegen, ne, und wie auch von da aus. Ich mache mir da keine Sorgen, ne, ein Strider sieht sich schon wieder gerade anfahren. Oh, 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 er kommt her, er kommt her, er kommt her. Ne, wir haben es geschafft und, ach schade, er hätte sich jetzt einfach nur noch drehen müssen, das wäre noch ideal gewesen. Ne, das wäre zu lustig gewesen, Alter, wenn er jetzt weggeflogen wäre. So, von da aus, wir versuchen, noch ein, zwei Leute hier mit einzusammeln, ne, und, werden uns natürlich dazu wieder in Schwebeflug begeben, ne, und
gucken, ob der tolle Troll weiter rumtrollen möchte. Ne? Weil er wird eh keine Chance haben. Von da aus macht mir das nichts.